Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15. Ja, genau. Und wir müssen erstmal diesen schönen Trecker erstmal sauber machen. Geht doch nicht, dass wir so rumfahren. Ja, ich habe ja im letzten Video schon mal gesagt, also ich nehme das ja alles jetzt hintereinander auf, also die drei Parts jetzt hier. Und für diejenigen, die da schon mal ein bisschen was reingeschrieben haben, dann sage ich jetzt schon mal Danke. Ich weiß es ja noch nicht, weil ich ja alles hintereinander aufnehme. Mache ich meistens nicht, mache meistens das Video, warte ein bisschen ab, aber ja, ich habe irgendwie so richtig Lust gehabt, jetzt hier so weiterzuspielen. Und da war ja die Frage, welche Mods ich ja nehmen soll das nächste Mal. Und des Weiteren brauchte ich ja einen neuen Mähdrescher. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Sachen reingeschrieben, wo ich jetzt schon, vielleicht, wenn ihr das gesehen habt, den Mähdrescher gekauft habe. Aber das werdet ihr dann schon irgendwann sehen. Und des Weiteren Vorschläge für eine neue Map. Und da habe ich ja gesagt, da möchte ich eine DDR-Map nehmen und dann immer wieder irgendwelche alten Fahrzeuge aus dieser Zeit vorstellen. So war der Plan. Wie weit er jetzt schon vorangeschritten ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ja, ich habe ja noch keine Infos, ne? So, ich fahre erstmal den Trecker wieder ordentlich auf seinen Platz. Hier rein in die Büsche, da fühlt er sich wohl. Gut, der ist wieder voll. Dann werde ich mal schnell und geschwind den hier hinfahren und es ist halt nervig, ne? Der fährt eben mal hoch und runter, dann ist das Ding voll. Darum brauche ich wirklich einen optimalen Mähdrescher. So. Der macht hier seine Arbeit richtig gut. Seht da. Der macht das optimal. Gut, weiter. Ah, das will ich nicht. Warte mal, ich muss ja mal gucken hier. So. Ach, er hat auch gar nichts mehr drinne, deswegen will er das nicht. Ah. Dann werde ich den mal schnell füllen. Ist ja hier drinnen, dieses Häuschen, ist ja, muss man halt mal ein bisschen näher ranfahren. Und ich fahre wirklich wie die Axt im Walde. Wie so ein Trottel fahre ich wirklich, ey. Wie so ein Trottel. So, jetzt hier rückwärts rein, langsam. Ah. Langsam hat man den Dreher raus. Nee, hat man nicht. Oi. Ach. Da fasst ihr euch wahrscheinlich jedes Mal am Kopf und sagt, ey, Junge. Was du kannst, das ist wirklich nur Stoffwechsel und alles andere sollst du sein lassen. Aber ich fahre ja eh gerne den Euro Truck Simulator. Deswegen ist das hier nicht mein sogenanntes Ersatzstandbein, weil das wird dann wahrscheinlich der amerikanische Truck Simulator sein, wenn er dann rauskommt. Und erstmal kommt ja am 7. Mai das Skandinavien DLC und das wird richtig bombastisch, hoffe ich doch. So, ein bisschen weiter weggehen hier, nicht so viel die Straße noch düngen. Hat gehört, soll nicht so viel bringen. Ja. So, dann kann ja eigentlich die KI dann schön gemütlich weitermachen. Alter, das kriege ich auch noch alleine hin, oder? Normalerweise könnte ich doch das Feld jetzt auch schon mit irgendwelchen. Ich überlege, ob ich hier Gras hin mache. Ich lasse es einfach mal brach liegen und ihr könnt ja dann schon mal entscheiden, ob ich hier vielleicht Gras oder irgendwas anderes ansehen soll. Weil ich will ja dann irgendwann mal zur Viehzucht und da muss man ja Gehäcksetes und was weiß ich alles so zusammenpacken, Heu und solche Sachen. Könnt ja nochmal auch in den Kommentaren reinschreiben, wie das überhaupt war, mit welchen Zusammensetzungs- oder was ich überhaupt da anpflanzen soll. So einen kleinen Leitfaden für mich. Und dann kann ich das auch mal so nachvollziehen.
Weil ich habe da hinten, können wir ja gleich nochmal hinfahren, wenn ich das hier abgeladen habe. Aber hier bin ich doch schon. Also hier habe ich ja jetzt schon Gehexetes hingemacht. Mal. Ja, Gehexetes. Und das habe ich verdichtet. Hier habe ich auch noch so einen Standpunkt. Und dann könnt ihr mal reinschreiben, was ich denn als nächstes da brauche, um Kühe zu füttern. Also ich werde jetzt hier dieses Gerät, werde ich jetzt hier hinstellen, weil das macht am meisten Sinn. Da, wo das Gerät auch benötigt wird, ne? So. Den Trecker stelle ich jetzt mal ab. So. Ah, ein bisschen näher ran, ne? Es war dreckig, aber ist egal. So, jetzt können wir mal gucken, was die anderen Fahrzeuge machen. Der macht zum Beispiel Blödsinn. Und voll ist er auch schon wieder. Wir werden jetzt mit dem Mähdrescher einmal eine Runde rumfahren, ja? Also ich denke mal, das wird am meisten Sinn machen. Ja, wir fahren eine Runde komplett rum. Und das ist ja hier egal bei den Anhänger, ob ich hier vorne oder hinten reinmache, weil der füllt sich hinten, glaube ich, auch automatisch. Wir werden dann wirklich eine komplette Runde fahren, dass der ja nicht hier irgendwie bei den Bäumen hängen bleibt. Das ist sonst irgendwie ein bisschen nervig. Finde ich. So, glaube ich, oben wieder Rohr einklappen. Genau. Das will ich mir ja dann mit den großen wenigstens ersparen, dass ich dann wirklich ein bisschen mehr und schneller hier alles im Feld abernten kann. Oh, dann machen wir das einfach. Aber war es bei dem jetzt? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, dass ich hier Strom mache. Aber dann müsste ich wieder zusätzliche Geräte kaufen und das wäre jetzt einfach zu viel. Das Gute, ne? Weil das muss ich ja dann auch separat alles alleine machen. Und gerade bei so einem großen Feld, das ist doch ganz schön groß. Was ich am liebsten nochmal ein bisschen vergrößern möchte. Ja, das Feld da drüben ist auch nicht schlecht. Das ist schon halbwegs viereckig, ne? Oh, das ist ja weg. Ich hoffe, dann kriegt das hier hin. Schön. Ja, bin jetzt gerade dabei, einen Kuchen zu backen. Ui, was ist denn hier los? Ja, ihr werdet wahrscheinlich lachen, aber das ist ganz einfach. Ich bin hier bei Kaufland. Kann man ja so eine, ja, fast fertig Kuchen machen. Also, das bedeutet, da sind dann... Oh, stopp. Na, das nimmt man mit. Das bedeutet, dass ich da einfach... So ein Napfkuchen ist das, in so einer viereckigen Packung oder in so einer Alu-Packung. Und da braucht man es nur abziehen und dann in den Herd stecken. Für 50 Minuten, ich glaube 170, 175 Grad. Und dann lässt man das halt die ganze Zeit laufen. Das braucht jetzt nur noch 34 Minuten und dann ist der Kuchen fertig. Weil ich sage mir, okay, es ist nicht selber gemacht. Aber bevor ich mir dann noch einen Mixer hole, Eier, Teig und den ganzen anderen Rotz, den man da noch so benötigt, reicht es mir, wenn ich das so mache. Ja? Ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt ein Gourmet ist. Ich kann da gut und gerne mal so ein Fertigding essen. Ich weiß, es ist nicht gut, aber naja. Ich will ja keine 100 werden, ne? Wo ja die Menschen sowieso immer älter werden. Aber dann kann ich auch fertig Sachen machen. Und ja, mir schmeckt's. Ja, es sind ja bestimmt einige von euch, die auch gerne mal zu McDonald's gehen. Ich gehe auch ab und zu mal und da gibt es mehr RTS-Spar mit Ketchup und Cola und einen Cheeseburger. Und das reicht für mich. Für mich war dann immer so, dass ich dass ich dann wirklich nach ein paar Stunden wieder übelst Hunger habe. Aber mittlerweile ist es dann, ich kann das reinknallen und das reicht dann wirklich eine ganze Weile. So, schön. Guckt euch an.
Da ist er ja gleich voll. Da werde ich gleich mal den Trecker holen. Prozent 96. Dann werde ich jetzt gleich mal den Trecker holen. So. Alles klar. Fahren wir mal das Rohr aus. Wechseln in den Trecker. Fahren wir mal schnell hin. Werden das noch bis oben fahren. Und dann soll die KI das alleine machen. Darum brauche ich auch keine anderen Anhänger, ne? Weil bringt ja keine Punkte. So, so, so. Wo bist du? Hier. Oh, jetzt bist du... Du sollst ja nicht fahren. Normalerweise müsste er jetzt hier hinten auffüllen, wenn der Anhänger dann voll ist, ne? Warte mal, gucken wir mal. Normalerweise war das so. Das kann ja nicht überlaufen. Oder er würde denn stoppen? Ah, der stoppt. Ah, dann war es so. Gut, dann werden wir nochmal schnell den Trecker hier umsetzen. Ja, zu zweit macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Oder wenn man das im Multiplayer, da hat dann wirklich jeder seine Aufgaben. Aber geht ja nun mal nicht hier. Wenn man hunderte von Mods hat, dann muss man sich das alles dann abklären. Ey, ich habe den Mod drinne, ich habe den Mod drinne. Und dann würde es wahrscheinlich gehen, aber so jetzt... Ich wüsste gar nicht mehr, was ich hier alles drin habe. So, dann schnell hier rein in den Bock. So, wo werden wir einklappen hier? Stört nur. Und hier Wasser da oben stehen gelassen hat, das werden wir jetzt auch noch schnell wegfahren. Dann lasse ich die KI machen und dann hoffe ich doch, dass ich beim nächsten Mal schon einen anderen Mähdrescher, am besten wirklich, wie ich gesagt habe, einen Link reinsetzen. Dann weiß ich Bescheid. Das kann durchaus sein, dass ich beim nächsten Mal auch hier den Mähdrescher mache, aber... Komm her, noch das kleine Stück hier. Dass ich denn die Felder hier irgendwie verbinde. Das würde auf jeden Fall auch irgendwie Sinn machen. Weil dann hätte ich nämlich ein richtig großes Feld und wenn ich dann einen großen Mähdrescher habe, ja, oder zwei vielleicht, von verschiedenen, von New Holland vielleicht einen großen oder naja, was es da halt alles so gibt, ne, für Firmen. Und wenn ich da drüben dann bei anderen Abstimmungen Gras anpflanzen soll. Ihr könnt, wie gesagt, Hashtag, ja, dass ich es weitermachen soll. Also diese Karte hier, Holzhausen. Man könnte einfach nur Hashtag Holz machen, dann weiß ich, aha. Das bedeutet, ihr wollt Holzhausen weitersehen. Wenn ihr eine andere Karte, auf jeden Fall von DDR-Karten, definitiv, dann könnt ihr mal das reinschreiben. Ich werde mir das jetzt mal so angucken, was es da alles gibt. Und so. Fahren wir jetzt so hin. Ja, ihr habt ja die ganzen Fragen. Ich sag nochmal, was ich um. Hier ist ja ein Silo, ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, als erstes, welchen Mähdrescher ich nehmen soll. Zweitens, ob ich Holzhausen unbedingt weitermachen soll. Drittens, welche Karte soll ich denn spielen, die im Bereich von DDR ist. Und das sind die drei Fragen, die ich
an euch habe. Kommt. Und dann geht es auch weiter hier mit Landwirtschaftssimulator. Weil es sind ja auch einige, die das gerne gucken, und alle die Leute, die den Euro Truck Simulator sich antun, die gucken durchaus auch mal. Das ist ja nicht so weit ab, ne? Von den Interessen. So, jetzt lassen wir aber die KI machen. Holen den Trecker noch schnell ran. Und dann passt das alles hier. Dann klappt es auch mit Nachbarn. So. Oh, wieder so eine tricky Stelle hier, ey. So, der müsste jetzt eigentlich gerade stehen, ne? Aber so, so, so. Jetzt lassen wir den Helfer machen. Gehen in den Trecker rein und fahren mal schnell hin, um nochmal den zu lernen. Boah, hat aber wirklich jetzt zu tun, ey. Ah, wirklich anhalten. Da war schon ganz schön voll gewesen. So. Ach so, weil hier... Ach, ach gut, alles klar. Der Dings ist ja voll. Der Anhänger ist voll. Ja, ja, stimmt. Der hat's... Oh, jetzt habe ich ihn gerammt. Ja, werden wir die nächste Tour uns mal ranstellen. Wenn er überhaupt noch so weit fährt. Hier gleich über das neu gemähte, angepflanzte. So, gucken wir uns mal an, wie er es macht hier. Ja, was ist los? Störe ich dich oder was? Oh, hat er sich aber affig jetzt hier. So. Ah, verdammt. Da hätte er auch kurz noch mal ein bisschen drücken können, oder? Was war denn das jetzt? Irgendwas hat mein Telefon jetzt gemacht. Ganz komisches Geräusch. So, dann sollen wir nochmal schnell entladen hier. Aber ich finde die Anhänger einfach nur klasse. Die haben irgendwas. Wo die nicht so praktisch sind, weil die sich ja, ja, ihr seht schon, mit den ganzen Achsen doch ein bisschen schwieriger ist, um das alles ja, richtig zu steuern. Also das Feingefühl, also die Leute, die es wirklich können, ob es nun im echten Leben oder aber auch hier in so einem Simulationsspiel, das ist schon klasse. Wieder zu dicht dran. Oh, ein bisschen weiter rüber. Willst du einfach nur hinkriegen? Ah, manchmal will er nicht den Autopiloten hier annehmen. Ich krieg das nicht hin. Ach, scheiße. Ich habe heute keinen Nerv mehr dafür. Ja, wie gesagt, ne, die drei Fragen, die ich euch gestellt habe. Holzhausen weiter. Welchen Mähdrescher soll ich nehmen? Und welche Karte im Bereich DDR soll ich denn aussuchen? Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.